Ja, moin ihr Lieben, neues Video, diesmal wieder unter dem Thema Dies und Das. Und was gibt es heute? Ein paar Sachen, die ich euch zeigen will, was ich in Zukunft mache im Februar, was kommen noch für Videos, wo geht die Reise hin? Und das andere Thema, das hat mit den Sachen zu tun, die hier liegen und die könnt ihr gewinnen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Bleibt dran, ich denke, es könnte interessant werden. Bis gleich. Ja, fangen wir doch mal mit dem ersten an. Wie ihr unschwer erkennen könnt, steht hier ein 3D-Drucker. Ja, ich habe mir einen 3D-Drucker angeschafft und zwar habe ich den gekauft. Also, nicht schreiend weglaufen und sagen, oh nein, schon wieder einer, der einen 3D-Drucker zeigt und testet und macht. Nee, mache ich nicht. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, ich kann mit dem Teil noch gar nicht umgehen. Ich habe noch nie was mit 3D-Druck gemacht. Das soll aber ein Drucker sein, der sehr einfach zu bedienen ist, gerade für Anfänger. Und dem habe ich dem lieben Lutz abgekauft. Ne? Hier an dieser Stelle nochmal, danke Lutz. Ne? Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Nur ich habe gedacht, bestimmte Sachen, die kannst du dir ja auch selber drucken. Dann musst du nicht immer fragen, auch wenn viele Kollegen mir immer wieder helfen wollen und auch helfen. Aber ich sage ja immer, selbst ist der Mann. Ne? Also, den stelle ich an der Seite, wird kein großes Thema auf meinem Kanal sein und ja, bin gleich wieder da. So, ja, was haben wir denn hier noch? Das kommt erst nochmal an die Seite. Ja, ein Thema, was ich denke mal in der nächsten Woche auch auf uns zukommen wird, ist das hier. Ihr kennt das, der Seitenanschlag. Zum Beispiel bei meiner DEWALT, das ist der Original-Seitenanschlag. Ne? Und der machte für mich eigentlich am Anfang einen ganz robusten Eindruck. Zumindest robuster als von der Bosch 635, die ich ja vorher hatte, vor der DEWALT-Kreissäge. Aber die haben alle das gleiche Problem. Und da zeige ich euch jetzt mal eben. So, und da geht es einfach darum, wenn ich den hier reinmache, da brauche ich die Kamera gar nicht nah dran holen, das hört ihr schon. Das Ding wackelt, hat Spiel ohne Ende und das ist immer das gleiche Problem, ob das jetzt bei der DEWALT ist oder ob das bei den Bosch-Kreissägen ist. Man versteht es nicht. Ne? So, und dann habe ich mir damals, habe ich das bekommen hier. Da gibt es ja auch ein Video drüber. So, der wackelt kein bisschen. Und zwar, weil der hier diese Nivellierschrauben hat. Ja, dann habe ich mir das hier gebaut, ne, um einen Seitenanschlag zu haben. Funktioniert sehr gut, aber darum geht es jetzt gar nicht. Das habe ich ja mal in einem Video gezeigt. Jetzt habe ich etwas zugeschickt bekommen. Und das will ich euch demnächst in einem Video zeigen. Ich zeige euch das nur mal ganz kurz, wie das aussieht. Und da kommt bald ein Video, und zwar ein Vergleich zwischen diesem Anschlag und einem Anschlag, der da noch im Paket ist. Also ich denke, da sind die meisten mit mir einig, dass oft die Originalanschläge eigentlich für die Katz sind. Dabei könnten die Firmen sich das so einfach machen. Warum nicht mal diese Nivellierschrauben bei diesen Originalanschlägen auch einbauen? Was soll das kosten? Kostet die Kreissäge 5 Euro mehr oder 10? Ja, und bezahle ich doch gerne. Wenn ich mir eine Kreissäge anschaffe von 500 oder in diesem Fall von fast 800 Euro, dann kommt es auf 10 Euro auch nicht mehr an, wenn ich einen vernünftigen Seitenanschlag habe. Dann könnte ich mir natürlich sparen, mir solch einen Teil zu kaufen. In dem Falle muss ich sagen, hatte ich das Glück, dass ich die geschenkt bekommen habe. Ja, und die kostet, oder beziehungsweise der Seitenanschlag hier mit dem speziellen Griff, kostet so um die 110, 120 Euro. Und da gibt es jetzt etwas, da konnte ich nicht Nein sagen. Ich hatte euch das auch schon mal angekündigt, dass da ein Vergleich kommt. Ja, der ist mal richtig gut verpackt, ne? So. Da seht ihr schon die Schiene mit den Nivellierschrauben und hier, da sieht man auch, das Ding
Sieht richtig gut aus. Aber mehr will ich euch da gar nicht zeigen, weil wie gesagt, da kommt ein Vergleichsvideo, wo ich euch das vorstelle. Und ich kann euch jetzt schon sagen, auch das hatte ich in einem Video schon mal erwähnt, dass ich von der Firma 3 Stück gefordert habe. Das heißt gefordert, ja. Ja doch, ist schon so, ne? Dass ich gesagt habe, schickt mir 3 Stück, weil ich möchte gerne von diesem Seitenanschlag 2 an euch verschenken. Also, bleibt dran, ne? Guckt immer, am besten den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch dieses Video nicht für die Seitenanschläge. Und in dem Video könnt ihr dann 2 von diesen gewinnen. Und die passen zum Beispiel für die DEWALT, die passen aber auch für die Bosch Kreissägen. Jo, da räume ich mal weg und dann geht's weiter zum nächsten Thema. So, nächstes Thema. Nächstes Thema. Auch da wird es ein Video geben in Zukunft. Ich habe ja meine Kappsäge auf einem, für mich finde ich, außergewöhnlich, ja, einen außergewöhnlichen Kappsägenstand schon, würde ich sagen. Ja, habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Aber ich habe da einen großen Fehler gemacht. Ne? Und den zeige ich euch mal eben. Komm, ich gehe mit der Kamera mal eben rum. So, mein Kappsägenstand mit der Jack Daniels Beleuchtung und einer Vitrine an der Seite. Und also mir gefällt der super, aber ich habe damals einen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe hier, wo ja das Werkstück, ich nehme jetzt einfach mal einen Balken, der wäre jetzt nicht so gut. So, hier wird das Werkstück ja angelegt. Aber dann sollte natürlich alles auch im rechten Winkel und alles schön gleichmäßig parallel sein. Jetzt habe ich den Fehler gemacht, dass ich hier 2 Platten genommen habe, weil ich diese Stärke nicht hatte, wo diese Schiene drauf passt. Und ihr merkt schon, das Ding ist komplett locker. Und zwar aus folgendem Grund. Die Schraube ist genau hier in der Mitte. Dadurch hat sich das auseinandergedrückt. Und da ist natürlich ein genaues Messen und genaues Schneiden eigentlich gar nicht möglich. Das stört mich schon lange, es nervt mich auch. Und deswegen muss ich das hier neu machen. Und da wird es ein Video zu geben, wie ich hier ein neues System baue. Habe ich irgendwo gesehen, gibt es mit Sicherheit schon. Aber was soll das, ne? Man hat immer was zu tun. Und zwar, jetzt drehen wir die Kamera wieder um. Dafür habe ich das bestellt hier. Und das liegt schon seit etlichen Tagen bei mir im Keller. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Auftrag meiner Regierung, sprich meiner Frau, hat mich die letzten 10 Tage total in Anspruch genommen. Und zwar der Bau des Ankleidezimmers. Auch da wird es ein Video bald geben. Ich denke mal, in der nächsten Woche kommen die letzten Sachen, die ich einbauen kann. Und dann wird das Ankleidezimmer fertig. Ich wollte euch da keinen Zweiteiler machen. Und ja, dadurch hatte ich so viel zu tun und ich habe ja auch noch einen Job, ne? Das geht leider nicht immer alles so. Aber das Ankleidezimmer, meine Frau ist jetzt schon hin und weg, deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, wenn ihr das Video guckt von dem Ankleidezimmer, am besten ohne Frauen. Ich will euch nur warnen. Ja, dafür... Für die Kappsäge habe ich dieses bestellt. Ne? Könnt ihr sicherlich erkennen. Und da möchte ich gerne an der Kappsäge was Vernünftiges machen, wo ich hier direkt die Schienen habe und was so stabil wird und dann wirklich im rechten Winkel angebracht, damit ich mal wieder vernünftig sägen kann. Ne? Ja. Aber man macht solche Fehler als Anfänger. Ne? Wie lange habe ich die Kappsäge jetzt? Die hat meine Frau mir mal zum Geburtstag geschenkt. Also, ja, 1,5 Jahre. Ich bastel jetzt seit 2 Jahren. Ja, vor 1,5 Jahren. Und ja, aus Erfahrung wird man klug, ne? Also, das ist ein Projekt, was auch in Zukunft kommen wird. Also im Februar, ne? So, der kann weg. Und die schmeiße ich jetzt nicht weg, aber ich lege die schon mal dahin, wo sie hinkommen. So, ich weiß gar nicht, ob ich schon fertig bin mit allem, aber ich will euch ja auch nicht zu lange auf die Folter spannen, was es mit diesen Sachen hier auf sich hat. Ne? Also,
Wie schon anfangs erwähnt, ich bin kurz vor 5000 Abonnenten und 5000 war für mich so eine Zahl, boah, habe ich gedacht, wann erreichst du die wohl? Wirst du die überhaupt erreichen? Und jetzt ist man so kurz davor. Ja, und ich habe leider eine Sache, die nicht so gut ist. Ich bin ungeduldig. Ne? Manchmal. Ich hatte ja mein Ziel letztes Jahr, 2022, da bist du, glaube ich, nicht mehr in der Werkstatt. Ich meinte 2022, war mein Ziel, die 5000 zu erreichen. Habe ich nicht ganz geschafft. Das waren, glaube ich, 4600. Ja, jetzt bin ich bei 4760 oder 70. Ich weiß es nicht genau. Wir haben ja jetzt nicht Sonntag heute am Drehtag. Ne? So, und dann habe ich mir gedacht, komm Junge, hau doch mal einen raus, ne? Für die Abonnenten, aber auch für alle anderen. Also, Verlosung, beziehungsweise ich möchte euch verschenken, wenn ich die 5000 erreicht habe, die Sachen, die hier liegen. Macht bitte Folgendes, und zwar unter das Video schreibt ihr Hashtag 5000. Jo, ne? Hashtag 5000. Mitmachen können alle. Du musst nicht Abonnent sein, du musst nicht Mitglied sein, du musst gar nichts. Du musst nur Hashtag unten drunter schreiben. Ja? Wer Bock hat und Lust hat und sagt, ich will schnell gewinnen, ihr wisst, wo der Weg hingeht. Ne? So, und da kommen wir dann mal zu einem Preis. Ich habe hier ein Original Bosch Poloshirt in Größe L. Das passt dem Papa nicht. Das ist nun mal so. Ne? Also so XL, wenn es groß ausfällt. Ne? Ich bin aber gerade am Abnehmen. 2 Kilo habe ich jetzt runter. Ne? Aber ja, das ist der dritte Preis. Ja, der dritte Preis, wenn ich 5000 erreicht habe, ist dieses schöne Bosch Poloshirt in Größe L. So, dann habe ich hier eine L-Box Mini. Die habe ich geschenkt bekommen. Die ist neu, unbenutzt. Und das ist der zweite Preis. Eine L-Box von Bosch. Ich muss aber sagen, leider, also die sagen, das ist mein Geheimversteck, ne? Weil ich bin ja am Abnehmen. Ne? Die kleinen Mannerschnitten hier. Die sind nicht im Preis enthalten, ne? Weil ich finde, Lebensmittel verlost man nicht. Ne? Also die L-Box, die kann man hier so unterteilen, ne? Da sind so Zwischendinger drin, könnt ihr sehen. Ne? Für Dübel, Schrauben, wenn man unterwegs ist oder irgendwo eine Baustelle hat oder auch zu Hause, kann man sich die Sachen hier reinlegen, zuknapsen und schön mitnehmen. Ne? Also die beiden Teile, Platz 3 und 2 von Bosch. Also wenn ihr geschrieben habt, Hashtag 5000 und auch Interesse an dem Shirt habt, ja, dann schreibt bitte Bosch Shirt noch dazu. Weil Größe L, ich weiß nicht, passt ja nicht jedem. Ne? So, und hier ist der Hauptpreis. Und ich finde, der kann sich sehen lassen. Ne? Und zwar der Hauptpreis oder das Hauptgeschenk, wenn ich die 5000 erreicht habe, ist dieser Bohrschlaghammer. Ist doch richtig so, ne? Von Aleppo. Den habe ich getestet. Ich fand den richtig gut. Gibt es auch ein Video von. Verlinke ich euch jetzt nicht. Könnt ihr ja mal nachgucken. Ne? Stöbert einfach mal bei mir in der Videothek, wollte ich schon sagen. Und das ist wirklich ein Hammergerät mit 18 Volt und Brushless Motor, super stark, ein Akku dabei, Ladegerät dabei und hier sind auch, ach, das habe ich falsch rum aufgemacht, hier sind auch die Steckschlüssel, ne? In 19, in 21 und in 17 dabei. Ja, hier kann man die verschiedenen Stärken einstellen. Der hat hier hinten zum Prüfen, ob der Akku gut ist. Also der ist wirklich gut, liegt super in der Hand, ist sehr schön verarbeitet. Liegt so bei 180, 190 Euro. Und das, ihr Lieben, ist der erste Preis. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen und
kann sicherlich auch der eine oder andere gebrauchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Hat aber nichts hiermit zu tun, mit der Verlosung. Ne? Wie gesagt, keine Bedingung. Ich schreibe auch unten noch die Bedingungen drin, beziehungsweise in der Beschreibung habe ich die stehen. Ne? Teilnahme ist ab 18 und so weiter. Steht aber alles unten. Man muss da immer alles richtig machen nach den Richtlinien von YouTube, sonst hat man schlechte Karten bei denen, ne? Was ich ja auch verstehen kann. So, also, sehr schöner Koffer. Beschreibung ist natürlich dabei. Soweit ich mich erinnern kann, auch in Deutsch. Und das ist ja immer schon gut, ne? Ihr Lieben, war ein kurzes, knappes Video, glaube ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es heute mal nichts mit Basteln zu tun hat. Bleibt mir gewogen. Sehr gerne einen Daumen hoch. Ich hoffe auf viele Kommentare und auf viele, die mitmachen werden. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Uli.